denn bloß los? Wieso habe ich eine Waffe in der Hand und ich sitze in der Bar und Ellie ist schon wieder weg? Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Ach, da hinten. Ich liegt alles voll mit Waffen rum. Und mein Gott, habe ich den umgelegt? Okay. Sie meinte irgendwas von Lockpick? Gib. Danke. Wir haben schon 12 davon. Oh, komm, wir legen uns gleich noch eine Runde hin. Pff. 10 Stunden später. Oh, jetzt sind wir endlich wieder wach. I see you have a bright future. Okay, ich glaube, die sind etwas sauer auf Mr. Fink. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Was gibt's denn hier? Ah, okay. Ich glaube, wir kaufen uns mal einen Schadensboost für die Schrotflinte, einfach weil es geht. Dankeschön. Verkauft! Das war nicht ein Meister. Ich glaube, den haben wir gar nicht umgelegt. Den können wir jetzt nicht durchsuchen. Aber wo sind die, die wir umgelegt haben? Ach komm, ich bin gerade in Trinklaune. Oh, minus 50% Gesundheit. Ich glaube, das lasse ich doch mal. Ansonsten saufen wir uns hier jetzt ordentlich durch den ganzen Laden. Und oh, ich brauche das gar nicht mehr simulieren. Ich kann auch einfach so taumeln. Okay. Reicht jetzt mal langsam mit den Trinken. Außer... Och, schade, ich dachte schon, wenn man die alle trinken kann, stirbt man bestimmt, aber sieht eher nicht so aus. So, wir haben jetzt den Schrotflintenschaden erhöht, deswegen wäre es vielleicht geschickt, ihn mal mitzunehmen. Ach komm, lassen wir das Ding mal liegen. Irgendwie laufe ich hier ein bisschen seltsam gerade. Ich bin wohl wirklich noch angetrunken. Alles gut, Junge? Deine Familie liegt oben, solltest man nachher sehen. Oh, das soll ein Orangen sein. Schade, dass ich nicht spiele. Wäre gut für die Stimmung. Ach, da sitzt der. Soll ich dich mit deiner Familie... Okay, das ist, wird langsam ein bisschen übertrieben. Nimm Schlüssel. Box zum Entriegeln finden. Na, die finden wir doch eh wieder nicht, wie ich mich kenne. Weil die wieder an irgendeiner total seltsamen Stelle steht. Boxophon. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy, nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Ja. Könnte sich mal ein bisschen zurückhalten, die Frau... Noch eins. Mann, ich wollte Gitarre spielen. Ach nee, Moment. Schlössertaschen nehmen. Oh, gerne. Und noch ein Geldbeutel. Wieso liegt das in einem Nest? Ich frag gar nicht. Moment, dafür ist es zu spät, nicht zu fragen. Also ich frag doch. Beantwortet es mir. Los! Und jetzt, spiele ich einen Song, den widme ich meiner lieben Freundin Ellie. Und los geht's. Ich hab gedacht, ich singe. Ach, darum konnte ich die Orange nicht essen. In the sky. Und jetzt kommt die Bridge, los. Bitte? Oh, schon vorbei. Aber so kleine Geschichten hier zwischendurch, das ist doch schön. Und ich dachte, es wäre eine Orange. Geht es jetzt besser, Junge? Das ist genauso da wie vorher, hat's ja... Hätte diese eigentlich sitzen sollen, während ich spiele? Ich weiß es nicht. Na, egal. Na gut. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwo noch eine Truhe zum Aufschließen finden. Das ist keine Knarre. Die erste Truhe haben wir tatsächlich nicht gefunden. Das war dann doch ein bisschen doof. Können wir haben nur noch sie. Bitte, helfen Sie. Oh,
Nur noch mich? Na gut, Moment, ich komme noch nicht rein. Ach, guck mal, jetzt ist auch wer bei der Suppenküche. Na okay, besser als ein Klo. Liegt hier noch irgendwas? Gemütliches Haus auf jeden Fall. Nachladen? Geht nicht. Okay. Keep your guns, we need food. Ach so. Bist du tot? Nee. Los, Mann! Beeilung! Schlag zu! Los! Fester! Schlag fester zu! Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt! Ich hab Hunger, Bill! Soll ich euch helfen? Niemand entkommt! Ich wollte euch doch nur helfen! Ich glaube, es geht los. Also es tut mir jetzt echt leid. Ich wollte denn diesmal wirklich nur helfen. Da drüben ist ein Riss. Lebensmittelsäcke. Geht klar. Oh, ich überlege gerade, ob... Moment. Das geht nicht. Das geht nicht. Tut mir leid, aber ich habe an einigen Stellen doch ein Herz für virtuelle Menschen. Und das... Also, auch wenn man das jetzt nicht glauben kann, nach der letzten Folge vor allem. Aber... Das hier ist dann doch ein bisschen schief gelaufen, würde ich behaupten. Je schneller du dich auf einer Skyline bewegst, desto schwieriger ist es für Gegner, wie zum Beispiel Ellie, dich auf der Skyline zu treffen. Oh, das habe ich ja gar nicht erwartet zu treffen, das ist aber toll. Das hier drin haben wir jetzt aber alles, ja? Ja. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Also, wie gesagt, das eben tut mir jetzt wirklich leid. Das war wirklich nicht geplant. Dass die schon wieder auf mich losgehen. Diese Psychopathen. Ich habe nur mit einer Schrotflinte vor sie hingeschossen. Das ist... Aha. Ah, Mega War 2. Ist online. Der Name mit der 2. Ich glaube, hier haben wir sonst nichts mehr, oder? Ich glaube, auf der linken Seite sind wir noch gar nicht lang gegangen. Doch. Gut, dann holen wir jetzt mal die Lebensmittelsäcke für die Leute. Ich meine, ist das der Hauptziel, oder? Da drüben ist ein Riss. Da. Fertig. Jetzt machen wir zu. Ach Mann. Die einzelnen Silver Eagle dürfen wir nehmen, aber die Geldtasche nicht. Das wäre Diebstahl, ich verstehe. Na, schmeckt das graue Essen? Ist bestimmt noch total gut. Okay, ich denke mal, das ist es wirklich. Illox, oh meine Güte, wie viele Leute spielen hier gerade auf Steam? Ich sollte offline gehen. Tut mir leid, muss ich eben machen, weil sonst... kommt hier eine Meldung nach der anderen und das nervt dann vielleicht doch ein bisschen. Andererseits... doch nicht. Aus dem einfachen Grund, dann sehen wir nämlich keine Steam-Errungenschaften mehr. Das wäre doch ein bisschen schade, ne? Wir laufen hier durch die Slums, die Arbeiter-Slums. Wieso kann ich denen kein Geld geben? Was ist das für ein mieses Spiel? Wer hat das programmiert? Nein. Das Spiel ist an sich ganz gut, aber diese Möglichkeit hätte ich wirklich gerne. Hier ist... Ich verstehe das nicht. Werden manche wie Menschen behandelt und andere wie Tiere. Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Der sieht aus wie ein Kriegsveteran. Und der hat die Augen zu. Der hat das echt gut drauf, im Schlafen trotzdem noch. Ja. Das hier? Sieht doch aus wie so ein Komposthaufen, wo so ein paar Pflanzen rauswachsen. Aber wieso sind die noch nicht weggegessen? Was ist denn das? Besitz beschlagnahmt. Anordnung der Polizeibehörde von Columbia. Vox-Sympathisanten. Aha, da werden wir dann wahrscheinlich auch irgendwo die Truhe finden. Ah ja. Ich kann ja auch irgendwie nirgends was plündern. Hast du noch was zu sagen? Nein. Wie weit darf man denn da reingehen, ohne sofort erschossen zu werden?
Oh. Guilty. Arbeitagitator? Was soll denn das heißen? Wahrscheinlich sind das wieder solche, die die Arbeit niedergelegt haben. Und gestreikt haben. Seht ihr, Kinder, das passiert, wenn ihr später mal streikt. Merkt's euch gut. Tja, waren wohl in keiner Gewerkschaft. Ausrüstung. Ja, das haben wir jetzt schon jedes Mal wieder gelesen. Elektrische Berührung. Hut. 50%ige Chance, dass ein Nahkampfziel betäubt wird. Opfer ist 3 Sekunden lang verwundbar. Hä? Verwundbar? Verwundbarer wahrscheinlich. Vergleich erst einmal momentan. Verringert Nachladezeit und Waffen 30%. Ich kenne die Ausrüstung. Das ist einer der Gründe, wieso ich sie wahrscheinlich nicht nehmen möchte. Weil ich nicht möchte, dass unseren Gegnern reihenweise die Köpfe platzen. Also das tun sie bei... Das tun die sowieso schon bei den Kopfschüssen, die ich hier die ganze Zeit verteile, aber wir nehmen sie mit. Wer das sehen möchte, der kann gerne mal bei Gronkh vorbeischauen. Der hat das Ding nämlich mitgenommen und naja, der geht ein bisschen arg auf Nahkampf seitdem. Weil ihm das wohl gefällt, ich weiß es nicht. Kann ich mich da dran hängen? Ich warte, da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Danke. Manu, ich will jetzt meinen Sniper wieder haben. Ach ja, das kommt davon, wenn man solche schönen Sachen wegwirft. Ich glaube, die haben uns schon bemerkt. Oder auch nicht. Keiner wird entkommen. Was ist das denn? Oh, verstehe. Au! Fuck! Verdammt, das war voll daneben. Eieieiei. Können wir bitte aufhören zu schießen? Eieieiei. Weg mit dir. Na dann. Huiuiuiui. Das war was ganz Mieses da. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Schieß einfach weiter drauf, irgendwann wird schon kaputt gehen. Ja, das bringt was, okay. Und hier werden wir auch nicht allzu sehr getroffen, das ist schon mal ganz gut. Ja, lass jetzt halt, ich krieg das schon so hin. Ah! Also. Sonst ist kein Karabiner oder so ein Scheißes. Lass dir ruhig Zeit mit dem nächsten Schuss, du dummes Shankhex-Ding. Au. Ey, komm, die sind doch nicht so schlimm. Ich meine, wir verballern hier unsere ganze Muni, aber... Das war ja leicht. Bis zu dem Punkt. Oh, cool. Also, nicht cool, aber... Von hier ist das eigentlich überhaupt kein Problem, die zu bekämpfen. Solange meine Muni lang genug reicht. Wo ist denn der Patriot? Da. Direkt den Kopf weghauen. Bringt zwar nichts, aber trotzdem sehr lustig. Kann man vielleicht irgendwie eine Panzerfaust hier liegen? Sehr gut. Und tschüss. Uiuiui, da gibt's aber eine Menge. David und Goliath, Meister der Pyrotechnik. Meister der Pyrotechnik gleich zweimal. Okay, haben wir gleich mit noch einen erwischt. Wo ist denn noch jemand? Wo bist du denn? Hallo? Bist du vielleicht hier? Okay, das war der letzte auch. Hey, müssen wir einiges durchsuchen. Und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Ausnahmsweise mal. Kleinen Moment. Okay.
Ich habe richtig geguckt und zwar haben wir noch genau 3 Sekunden gehabt. Wir beenden jetzt mal den Part und das nächste Mal durchsuchen wir den ganzen Kram und gehen danach natürlich weiter in die Polizei. Beziehungsweise in dieses beschlagnahmte Gebäude. Da hinten. Teures Gebäude, wie es aussieht. Und bis dahin einen wunderschönen Tag noch. Tschüss!